sie merken sofort, unser Thema ist Sport, denn Sport kann auch lustig sein. Bei dem Kampf um den Sieg gibt's oft Krampf oder Krieg, doch Sport kann auch lustig sein. Heute mal keine Qual, keinen Dopingskandal, niemand stellt hier ein Bein. Hier kommt jeder ans Ziel, hier bleibt alles nur Spiel, Sport kann so lustig sein. Sofort, unser Thema ist Sport, denn Sport kann auch lustig sein. Bei dem Kampf um den Sieg gibt's oft Krampf oder Krieg, doch Sport kann auch lustig sein. Heute mal keine Qual, keinen Dopingskandal, niemand stellt hier ein Bein. Hier kommt jeder ans Ziel, hier bleibt alles nur Spiel, Sport kann so lustig sein. Ein amerikanisches Paar aus Ostfriesland, Frau Wilken Johan mit Tochter Susi. Dann ein Paar aus Düsseldorf, Frau Elgering mit Sohn Michael aus Düsseldorf. Sie sind in der zweiten Runde dann, Sie haben noch eine Menge Zeit, gehen Sie bitte darüber. Und dann ein deutsches Paar aus Österreich, deswegen diese österreichische Fahne, Herr Dietz mit seinem Sohn Rainer. Und aus der Schweiz, Herr Christler. Wie? Christler. Herr Christler, ja? Mit seiner Tochter Margaret. Sie sind in der ersten Runde dran. Gehen Sie bitte da rüber. So, und meine Damen und Herren hier im Saal, darf ich Sie bitten, jetzt ein Auge zuzudrücken. Richtig ein Auge zu, ja? Und machen Sie eine Faust und schauen Sie durch das kleine Loch auf mich, ja? Durch das kleine Loch. Sie zu Hause auch so, durch das kleine Loch auf mich schauen, ja? Zu Hause auch, ja? Alle bereit? Alle bereit, ja? Herzlich willkommen zu unserer Piepshow. Ja, wir haben uns einen ganzen Sommer nicht gesehen, ganzen Sommer nicht. Naja, was heißt Sommer? Der Unterschied zwischen Winter und Sommer besteht daraus, dass im Sommer das Regenwasser etwas wärmer ist. Aber sonst ist es... Auch sonst im Sommer war nichts Erfreuliches. Zum Beispiel diese Energiekrise. Und das einzige Erfreuliche daran ist nun wieder, dass die Bundesregierung überlegt, Tempo 100 einzuführen. Das finde ich toll. Stellen Sie mal vor, keine Baustellen mehr, keine Staus mehr. Wir können endlich 100 fahren. Das wäre doch herrlich. Ne? Das ist gut. Ja, was hat es sonst noch gegeben? Oh ja, mir persönlich hat es was sonst gegeben. Ich habe mein Buch fertig geschrieben. Ich habe selbst ein Buch geschrieben. Und das war ein unheimliches Erlebnis für mich. Endlich mal so etwas in der Hand zu haben. Ich habe 100 Fernsehshows geschrieben, aber um 9:45 sind die weg. Aber so ein Buch, das hat man, fest. Und wenn ich doch von meinem Buch rede, ich bin doch dabei, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Und ich möchte die Behörden bitten, weil ich so viele Papiere dafür brauche. Meine Herren, beeilen Sie sich doch. Denn sonst sind Sie schuld daran, dass in diesem Jahr ein Holländer den Nobelpreis für Literatur kriegt, statt eines Deutschen.
Ik reed wezenlijk langzamer als bij andere shows. Hebben ze het bemerkt? Ik reed langzamer, ja. Bij de vorige zending waren we, die laatste waren we 15 minuten zo kort. Maar dat had de Kulenkamp zo weer goed gemaakt. Dat maakt niet. Bij Kulenkamp, keine Uhr hier, keine Uhr daar, niks. Ik schau niet meer op die Uhr. Nee, ik mag het genau wie Kuli. Lekker machen. Ah, Kuli was goed, ik heb gelacht om Kuli. Prima. Nou, hij werd immer jünger en ik immer älter. Ik weet niet wie het komt. Wat hebben we heute? Ja, we hebben thema Sportplatz. Ziet genauso aus wie op een Sportplatz. Auch Sie da auf den Rängen da. Haben auch sogar Bandenwerbung haben gemacht da. Moment, was ist das? Erika zum Niedrigpreis. Kann ich stimmen. Moment, kunnen Sie mal Ihren Regenmantel wegnehmen, bitte? Regenmantel weg, bitte. Ja, das ist besser, ja. Danke. Wie Sie sehen, ist Bueno auch wieder da, gesund und munter. Und Heinz ist da. Wo ist Heinz? 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 Oh, mein Pate. Ich habe diesen Vierteiler im ZDF gesehen, aber die Bildqualität war so schlecht. Was haben Sie mit dem Verantwortlichen gemacht? Den haben wir auch in vier Teile zerlegt. Und warum spielte das Ganze, diese Pate, sich fast nur im Dunkeln ab? Das ZDF wollte auch mal ein Hörspiel bringen. Ja, und jetzt mal was ganz anderes. Wie ist es möglich, dass Werder Bremen heute Nachmittag mit 2:0 verliert von Hertha BSC? Wir haben Werder Bremen ein Angebot gemacht, was sie nicht ausschlagen können. Es ist schon toll gemacht von Bärbel, diese Maske, aber du siehst eigentlich aus wie Marlon Brando, wenn er Heinz Eggner imitiert. So siehst du aus. So, erste Runde, ein paar aus der Schweiz. Fangen wir an mit der Tochter. Margret, was machen Sie beruflich? Air Hostess, also ich fliege am laufenden Band. Sie sind Stewardesse in der Schweiz. Bei welcher Gesellschaft wird das sein? Das ist schwierig. Sind Sie in der ersten oder zweiten Klasse oder im Gepäckraum? Wo sind Sie? Also, kommt ganz auf die Flugzeiten an. Morgens früh lieber in der Gepäckklasse. Ja. Aber Sie sind meistens in der ersten oder zweiten Klasse? Beides ist gemischt. Ist gemischt. Ja. Sind die Stewardessen in der ersten Klasse noch hübscher als in der zweiten? Passagierumfrage. Oder sind die Passagiere hübscher? Oder? Nicht immer, nein. Nicht immer. Das ist kein Unterschied mehr heutzutage. Nee. Nun reisen Sie um die ganze Welt. Gefällt Ihnen das überhaupt? Finden Sie das schön? Sehr schön, ja. Sehr schön. Sie leben immer in Hotels? Sehr oft. Gibt es auch mal was zu lachen da? Passiert mal was Lustiges? Ja, also, kleine Anekdote hätte ich zu erzählen, ja. Ich kam mal in Madrid ins Hotel, alle so richtig müde vom Flug, da wir hin und her gehetzt wurden. Meine Kollegin und ich, wir waren da zusammen, hatten auf den Schlüssel zu warten, da an der Rezeption. Hatten nichts Schleueres zu tun, als rund um uns die Leute zu kritisieren. Und als unser Blick da auf die Rezeption fiel, fiel uns ein junger, wirklich hübscher Mann auf. Groß gewachsen, Spanier, schwarzes Haarhemd, offen bis runter zum Bauchnabel. Und sie sagte zu mir im besten Schweizerdeutsch, du, der wäre auch nicht, der ist ein Sünd wert. Ich sah sie so an. Wir sagten eine Weile nichts mehr. Da schaut er uns doch direkt ins Gesicht und antwortet im besten Schweizerdeutsch, Ihr Zimmernummer ist 1363. Also besser gewesen, hätte seine Zimmernummer gesagt. Ja, und Thema Sport, treiben Sie Sport? Ja, nicht mehr sehr viel, da ich nicht mehr sehr viel Freizeit habe. Aber früher, da trieb ich Sport, das heißt, ich machte Orientierungsläufe. Orientierungsläufe? Ja. In einem Irrgarten, oder? Zum Teil Irrgarten, ja. Nein, das sind Läufe, wo Sie am Start Karte und Kompass fassen und verschiedene Posten anlaufen. Und dann... Haben Sie sich mal verlaufen dabei? Meistens ins nächste Restaurant. Ja, besser. Herr Kessler, was machen Sie beruflich? Ich bin Bundesbeamter. Und ja, was machen Sie damit? Ich bin Leiter von einem Armeewarenhaus. Alles, was die Armee braucht, ist in Ihrem
sogenannten Warenhaus. Drinnen, ja. Alles Ersatzmaterial, das die Armee braucht. Und haben Sie auch den Deutschen mal was geliefert? Da hatte ich eine kleine Anekdote, Herr Karel. Während dem letzten Weltkrieg hat das Kommando der Bundeswehr die Schweiz angefragt, ob wir Panzer nach Deutschland liefern könnten. Nach längeren Beratungen hat der Bundesrat zurückgeschrieben, wir wären in der Lage und bereit, Panzer nach Deutschland zu liefern. Genügen zwei oder wollen Sie alle drei? Haben Sie irgendwie Beziehungen zum Sport? Ja, ich bin sehr aktiver Schütze mit Pistole und Gewehr. Ich habe über 500 Auszeichnungen und bin zurzeit Kantonalpräsident des Kantonalschweizer Verbandes mit 13.000 Mitgliedern. Sie schießen Pistole und Gewehr? Und Gewehr, ja. Trotzdem geben Sie Ihre Punkte richtig, ja? Was Sie sich nicht beeinflussen können. Ja? So, dann gehen wir jetzt hier rüber. Ein deutsches Paar aus Österreich. Sie kommen, Herr Dietz, aus Baden bei Wien, und sind geboren in Thüringen. Und wie lange schon in Österreich? Seit 1957. Das ist schon lange. Ja, sehr lange. Fühlen Sie sich Deutsche oder Österreicher? Wir sind sehr gern dort. Ich fühle mich eigentlich österreichisch. Ja, wenn man so lange aber da ist. Kosmopolit, also. Ja, das hat auch mit Ihrem Beruf zu tun. Was machen Sie genau? Ich bin Marketingmanager bei Eumig. Und ja, das darf, natürlich darf ich. Das. Ich meine, Kameras, Projektoren. Wenn Sie heute Abend gewinnen, dann ist es Werbung. Wenn Sie nicht gewinnen, ist es keine Werbung. Also. ja, Sie haben durch diesen Job, glaube ich, viel im Ausland zu tun. Ja, sehr viel. Ja, denn als wir Sie haben wollten für unsere, ich glaube, für unsere März-Sendung waren Sie auf den Philippinen. Ja. Und für unsere April-Sendung waren Sie auf den Bahamas. Und Mai waren Sie in Nigerien. Ja. Und immer, weil Sie geschäftlich zu tun hatten. Ja. Sind Sie jetzt hier, weil Sie in Bremen geschäftlich zu tun haben? Ja, eigentlich ja. Hoffentlich wird ein Geschäft draus. Haben Sie Hobbys? Ja, wir haben einen Bauernhof und schwimmen viel. Und ich habe einen Tick, wenn Sie so wollen. Wenn mir langweilig ist oder wenn ich mich konzentrieren muss, versuche ich, Sätze rückwärts zu sprechen. Nicht Worte, ja? Sätze. Imi, Atta ist leicht, aber komplette Sätze. Also, wie heißt guten Abend, meine Damen und Herren? Nere nemat enim tneba netug. Und wie heißt Rudi Carrell rückwärts? Lerak idur. Heute Abend die Lerak Idok Show. Das geht nicht, das ist unmöglich. Moment, wir haben eine Möglichkeit technisch. Herr Kaufers, vielleicht können wir es mal probieren. Wenn Sie mal ein Tonband starten und dann wieder zurückspüren, sagen Sie doch mal, hier sind 8 Kandidaten am laufenden Band. Bitte Band ab. Knapp, netne, faul, netta, ditnak, trat, nis, rei, miet, satt, ebel. Se. Bitte band mal ab, wenn es. Es. Lebe. Das Team. Das sind wir. Er. Sind. Ach. Kann dich nach den. Laufen. Den. Band. Warum machen Sie mit mir am laufenden Band? Warum haben Sie sich beworben? Weil es Spaß macht. Sie sind sympathisch. Das hat nichts mit der Sendung. Oh ja, und wir machen gern Spaß. Sie haben es gesehen, Sie haben gesagt, ich möchte. Es war rein impulsiv, den Entschluss mitzumachen. So, Rainer, sagen wir was sagen, Rainer, Beruf? Beides. Ich gehe zur Schule und am Abend arbeite ich im Beethoven-Kino in Baden als Platzanweiser. Platzanweiser? Ja. Jeden Abend? Ja. Sehen Sie also sich, nicht jeden Abend. Sehen Sie sich auch all die Filme an, ne? Ja, den Schluss und den Anfang muss ich mir immer anschauen, dass ich die Leute reinlassen kann und die Türen rechtzeitig aufmachen kann und zweimal den Film. Ja, welche Filme haben Sie am meisten gesehen? Ein Rekord. Die Blechtrommel, die habe ich vielleicht 3-4 Mal. Und der Große mit seinen außerirdischen Kleinen, den habe ich öfter gesehen. 12 Mal, ne? Nein, nicht ganz. irgendeine Sportart, die Sie machen? Ja, Handball, Tauchen. Tauchen? Skifahren. Wie lange können Sie unter Wasser bleiben? Ja, mit Flaschen. Solange die Luft reicht. Solange die Luft reicht, ja. So, wollen wir jetzt mal spielen? Darf ich beide Väter für ein Erkennungsspiel jetzt nach hinten bitten? Gehen Sie mal.
dahin. So, und stellen Sie sich mal vor, Ihr Vater ist in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Gleich. Und Ihr Vater ist in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nur werden da am Anfang immer die Nationalhymnen gespielt. Mhm. Ja? Und dann geht die Kamera so an den Gesichtern der Fußballspieler entlang und dann machen die immer so. Oder, so. Oder sie singen mit. Mhm. Gleich kommt hier die Schweizer Nationalhymne. Was macht Ihr Vater? Er singt mit. Er singt mit. Ja. Und Ihr Vater bei der deutschen Nationalhymne? Und er macht das Erste. Der macht mir so nichts, so nichts, wie Kauen nichts, oder ja. Nichts. Keine, erst hier wird gesungen, da wird nicht gesungen. Ja. Okay, dann wollen wir jetzt mal Sie eben dahin bitten. So, und die beiden Väter kommen jetzt raus. Wir haben auch keine Ahnung, was auf Sie zukommt. Sind wir noch beim Umziehen? Das kann doch, braucht doch nicht umgezogen zu sein, das ist nicht so wichtig. Das geht doch nur um das Shirt. Kommen Sie mal raus. Kommen Sie mal. So? Ja, so raus. Ohne nix. Ja, ist gut. So. Können wir uns denken, war das Hemd darunter? Ja. Ja? Und Sie wussten nicht, warum. Ja? So, gehen Sie jetzt bitte mit Mareike dahin und stellen Sie sich da auf. Bitte. Das Oberhemd können Sie dann jetzt ausziehen. Ja. So, die Herrschaften aufgestellt. Ja, und bitte, Mareike. Ja. Weg da. Es geht los. Fantastisch, hat Ihre Tochter auch gesagt, sie würde mitsingen. Ja? Okay, das ist ein Punkt und es geht weiter. Und Ihr Sohn hatte geglaubt, Sie würden nicht mitsingen. Ja, echt, ja. Nee, er dachte, nee, der singt nicht mit. Und da wird es ein Punkt für unser Schweizer Paar. Sie noch kein Punkt, aber nur ein Punkt. Da können Sie alles noch nachholen. Für das nächste Spiel etwas ganz anderes. Hier ist ein ganz berühmter Pantomim-Künstler, Sammy Molcho. Schmeckt der Pfirsich? Ja? Brauchst du ein Taschentuch? Bitte. Dankeschön. Sammy, was gibt's Neues bei dir? Ich habe eine neue Schallplatte gemacht. Was ist da drauf? Nichts. Ach nein, logisch, beim Pantomimkünstler, das geht nicht. Sammy, du wirst jetzt ein paar Beispiele machen für unsere Kandidaten. Pantomimisch wirst du ein paar Sportarten darstellen. Welche Sportarten? Turnen am Reck, Fechten, Radrennen und Boxen. Okay, gehst du bitte darüber. Und unsere Kandidaten schauen jetzt zu. Die beiden anderen sehen es beim Umziehen hinten auf dem Monitor und kommen gleich dazu. Es geht los. Bitte, Sammy. Thank you.
Und dieses Applaus galt natürlich auch unser Orchester oben auf dem Dachboden, das Orchester Cornelis op den Sicken. So, jetzt für Sie pantomimisch etwas machen. Und zwar für Sie als Erster ein Torwart. Ein Torwart, Sie können vorstellen, hier ist das Tor. Und Sie können alles machen, was Sie wollen, nach Ihrer Fantasie. Bitte Sie. Dat vond ik aber toll, wie er dat macht. Enorm. Nou, als hij Kamer zijn jak ingelegd, is hij quer door de store en is net gegaan, maar dat maakt niks. Zo, tischtennis, grote tisch hier. Ja, en ze spelen tischtennis. Racket, alles, müssen ze zich dazu denken, bal, alles. Spelen ze maar tischtennis. Einer für Sie, Gewicht heben. Hier liegt Gewicht, Puder, da alles, bitte. Fantastisch. Und für Sie, Karate. Ja? Sie können auch so ein Ding durchhauen oder gegen einen Gegner das machen. Bitte machen Sie. Thank you.
Bitte mal. Darüber. So, meine Damen und Herren, Sie sind Jury. Sie können die Punkte jetzt vergeben. 3 Sekunden, um Ihre Stimme abzugeben. Merken Sie gut. Ich sage noch eben jedes Mal vorher, was die gemacht haben. Erst Herr Kissler war Torwart. Wer fand das am besten? Torwart. Dann Tischtennis von Margret. Dann Gewichtheben von Rainer. Und das Karate von Herrn Dietz. Das ergibt dann 4, 3, 2, 1 Punkt. So, und jetzt kommt das letzte Spiel dieser Runde. Bei so einem Sportfest ist immer Fahnenschwingen dabei. Nur, wir haben damit nie ein Spiel gemacht. Und es ist möglich. Jetzt sehen Sie eine Gruppe aus Belgien. Die heißen Alcuone, kommen aus Aalst. Bitte, meine Herren. Sie gehen in die Kabine jetzt. Gehen Sie bitte mal nach hinten. Kommen Sie beide mit mir. So, Margret, wenn Sie da zu dem letzten Herrn gehen da. Und bleiben Sie bitte auf diese Position, die er Ihnen zeigt. Und Sie bitte dahin. Denn sonst kommen die Fahnen durcheinander. Immer ein bisschen hierbleiben, da bei dem Kreuzchen. Ja. Da, und Sie da. Und achten Sie auf Ihren Vordermann. Was er macht, machen Sie nach. Ja, genauso am Anfang auch schon. Moment, Moment, ich muss erst in Deckung. Ja, jetzt! Gemacht, prima. So, gehen Sie beide jetzt darüber. Jetzt Herr Dietz. Rainer, wenn du darüber gehst, Herr Dietz dahin, Rainer dahin. Ist es wurscht. So, dahin achten Sie auf Ihren Vordermann. Machen Sie alles nach, was er macht. So fängt es an, ja. Da auch die Schulter. Alles nachmachen, was er macht. Moment mal, eben weggehen. Ja, bitte. Ja,
Fahrer. Vorsicht, kommen Sie mal hier, Rainer. Rendit. Fantastisch. So, bitte Sie hier. So, meine Damen und Herren, jetzt die Punktevergabe. Ist nicht leicht. Manchmal sehr fabelhaft gemacht. So, wer fand, was Herrn Kessler am besten gemacht hat? Wer das von Margret? Wer das von Rainer? Ah, ihr war enorm. Und das von Herrn Dietz? Ja, das ergibt dann 4, 3, 2, 1 Punkt. Und dadurch haben wir einen Endstand von 11 Punkten hier und 10 Punkten da. Unheimlich knapp. Aber das kann man Rainer das schon toll gemacht hat. Enorm. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde. Ja, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Und schade, dass es schon aus ist für Sie beiden. Sie waren so ein herrliches Paar. Und die Punkte standen andersrum. Mhm. Verstehen Sie, das geht hier kreuzüber. So war das. Muss mich auch immer dran gewöhnen. Ja, Sie waren fantastisch. Sie kriegen einen Trostpreis. Und zwar gibt es eine Lotterie, die sehr viel für Sport tut, die Glücksspirale. Sie kriegen beide, 100 Lose, 5 Mark für die Glücksspirale. Vielleicht gewinnen Sie ein Haus, vielleicht ein Auto. Mhm. Wenn nicht, dann haben Sie wenigstens die Sympathie des Publikums gewonnen. Ja. Ne? Okay, herzlichen Dank. Schade. Und Sie bitte mal. Ja, meine Damen und Herren, Samstagabend sind immer so 10 bis 15 Millionen Kinder am Apparat in Österreich, Schweiz, DDR, Deutschland, Holland, Belgien, überall die Kinder. Und es ist immer schwierig, etwas zu finden für Kinder. Und vor ein paar Wochen war ich in einem Zirkus und da sah ich eine Nummer und die Kinder haben so wahnsinnig gelacht, habe ich gedacht, das möchte ich auch mal in meiner Show haben. Richtige schöne Schlepstick, Heinz Eckner als Kunde und ein verrückter Kellner, Freddy Codrelli. Thank you.
Und jetzt unsere zweite Runde, Frau Elgering. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher an, näher so. Ja, näher kommen Sie nicht am Bild. Wie? Näher kommen Sie nicht am Bild. Doch, das schaffen die schon. Sie kommen aus Düsseldorf. Ja. Sprechen Sie auch Düsseldorfer Platt? Ja, ich spreche drei Sprachen. Düsseldorfer Platt, Hochdeutsch und über andere Leute. Was machen Sie beruflich? Ich bin jetzt beruflich zum Wochenende immer Kassierin, aber ich habe 18 Jahre eine Gaststätte gehabt in einem Arbeiterviertel. Wir gingen immer ganz hoch her, ne? So hinein. Das glaube ich. Und wie war das mit Karneval? War schlimmer, oh, ne? Da wurde ordentlich Korn eingefahren, wissen Sie? Und jetzt? Und fast, wir haben einen Karnevalsverein gehabt, ja. Und der nannte sich den Kleefpflaster. Ja, und nicht zu Unrecht. Die kamen ja dann auch nicht von der Stühle hoch, nicht? Wurde dann immer bis zum frühen Morgen wurde dann gefeiert, nicht? Wie im Kleben, ne? Ja, wie im Kleben. Und jetzt Kassiererin, was für eine Art Firma ist das? Bin jetzt im Breitjahr Baum, also ich habe jetzt, was ich sag, bei Baumarkt. Und der Kasse hat jetzt auch wieder mit Männern zu tun. Da kaufen die Leute nur Steine. Nein, das sind die Bastler, die sich jetzt in Steine, Tapeten, können sie bei uns auch kaufen, komm. Badenwand, alles. Wir haben alles vorrätig und sehr preiswert. Preiswert? Jawohl. Aber alles ist so teuer geworden heute. Kostet also teuer, ja. Alles ist teurer geworden. Ja, aber bei uns könnte es schon ganz gut. Drei Groschen open heißt jetzt $3 open. Ja. Und wenn es so weitergeht mit dem Dollar, wird es bald wieder 3 Groschen open. Aber, ja. Bei Ihnen meckern die Leute nicht, dass alles so gestiegen schon ist? Schon mal, aber da kann man ja mit ein bisschen Geschick kann man das wieder hinhauen, ne? Und wie ist es mit Sport bei Ihnen? Ja, Sport früher schon, aber heute bei meiner Figur bleibt es nur beim Frühsport bei uns, ne? Beim Radio. Ja, ja. Ne? Haben Sie mal einen Wunsch, in Ihrem Leben mal etwas noch zu machen? Irgendwohin? Ja, ich möchte mal eine schöne Weltreise machen, aber dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Oh, weiß nicht. Ja, man weiß es nicht, ja. Michael, was machen Sie? Ich arbeite im Steuerbüro. Ja, als Steuerberater? Ja, als Angestellter da. Ja, ja. Und was macht Ihre Frau? Die ist beim Finanzamt. Die haben Sie sich gefunden. Fantastisch. Aber das geht prima. So ja, ja, bis auf steuerliche Probleme, da haben wir uns das öfter mal in der Wolle. Ja.
Haben Sie irgendeine Verbindung mit Sport? Machen Sie Sport? Ja, ich fahre im Büro Rad. Nein, ich wollte sagen, ich spiele Fußball und Tennis. Fußball und Tennis? Gibt es einen Sportler, den Sie besonders verehren? Eigentlich nicht. Ich mag ein paar, die finde ich sympathisch. Aber verehren habe ich nicht. Nicht besondere Persönlichkeiten? Sepp Maier vielleicht. Wie? Sepp Maier. Ja? Warum? Weil er trotz seines Ruhmes noch halbwegs normal geblieben ist. Haben Sie mal verglichen mit ihm wegen der Haare? Ja, ich habe mal bei einer Firma gearbeitet und da saß ich am Schreibtisch. Da kam die Prokuristin der Firma herein und setzte sich an den Tisch. Also ich muss vorweg schicken, ich hatte vorher glattes Haar. Und dann schaut mich die Prokuristin an und sagt, Herr Elgering, wie sehen Sie denn aus? Wie der Sepp Maier. Oh, sag ich, wie der Sepp Maier, das ist ja schön. Nein, sagt sie, dem steht das auch nicht. So, dann, ja, genau, wir sind ruhig, was kann man? Frau Wilken Johans, wunderbarer Name. Ja, schön lang. Aus Zetel, Tochter aus Kalifornien. Wo sind Sie geboren? In Schlesien. Und wie kamen Sie nach Amerika? Ja, ich habe 23 Jahre in Amerika gewohnt und bin durch meinen Mann dahin gekommen. Sie haben einen Amerikaner geheiratet und sind dann nach Amerika gegangen? Ja. Haben Sie da auch gearbeitet? Ja, ich habe in Hollywood als Mannequin gearbeitet. Das ist aber schon lange her. Und dann habe ich studiert und bin Studienrätin geworden. Habe Deutsch als Fremdsprache drüben unterrichtet. Ja, aber Sie wohnen jetzt in ein ganz kleines Dorf, ja, Ostfriesland. Also, wie ist der Unterschied? Ostfriesland nicht, Friesland. Oh, Friesland, Entschuldigung. Ja. Wie ist nur der Unterschied zwischen Hollywood und Zetel, wo Sie jetzt wohnen? Gar keiner. Gar keiner? Nein, die Luft ist viel besser in Zetel. In Hollywood gibt es ja so viel Smog, wissen Sie, so Rauch und so ein Gemisch und sowas. Aber ich muss Ihnen noch was sagen, ich bin ein ganz komisches Gewächs. Warum? Ich bin nämlich eine amerikanische Friesin. Nee, amerikanische Ammerländerin und werde wieder eine amerikanische Friesin werden. Es hat mit Gebietsreform zu tun. Und dann aber bin ich auch Deutsch und Amerikanerin. Das hat wieder mit Liebe zu tun. Ja, ja. Nun heißen Sie, Lieselotte. Wie hat man das in Amerika ausgesprochen? Lieselotti. Lieselotti. Ja. Die langsame Lotti. Ja? Ja. Und jetzt mal die Tochter. Sie sprechen Friesen Deutsch, aber ja. Sie sind Amerikanerin, wohnen ja. in Kalifornien und sind bei Ihrer Mutter zu Besuch jetzt. Ja. Und haben Sie diese Show mal gesehen? Nein, ich weiß gar nicht, was meine Mutter mich drin verwickelt hat. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Haben Sie nie gesehen, diese Show? Nein. Das ist ein Witz. Heute Abend können Sie die Show zum ersten Mal sehen, aber es geht nicht, weil Sie drin sind. Ja, das ist schade. Nun, Sie sprechen so herrlich normal mit Ihrer Stimme. Warum haben diese amerikanischen Frauen immer dieses Katzengejammer? Wie kommt das? Warum reden die so? Ja, die machen alles so gemütlich und lang. Na, ich finde das nicht gemütlich und lang, wenn eine Frau sagt, hi, ich finde das nicht gemütlich und lang. Nein, im Gegenteil. Sie wissen nicht, wie das kommt. Nein. Und dann haben Sie jetzt auch mal deutsches Fernsehen gesehen. Ja. Also kein amerikanisches Fernsehen. Wie finden Sie das Deutsche im Vergleich zu dem amerikanischen? Ja, das Deutsche ist schöner, sind ja keine Reklame. Ja, das liebe ich. Sind immer Reklame bei uns, jede 10 Minuten. Finden Sie sie besser oder finden Sie in Amerika doch, weil so viele Programme da sind, das doch besser? Das ist besser, ja. Das ist dann wieder besser, ja, wenn mehrere Programme da sind. Ja. Ja. Aber das geht dann wieder nur mit Werbung. Ja. So, und was machen Sie beruflich? Ich bin gerade mit der Schule fertig, mit der Universität, habe meine Staatsexamen gemacht in Biologie. Und was damit zu machen? Was möchten Sie denn? Ah, ich bin tierlieb. Ich möchte gerne die Tiere erforschen in der Natur. Ich bin ein Erdmensch. Ameisen und so? Nein. Säugetiere. Säugetiere. Säugetiere, ja. Wie schön, ne? Auch ein Säugetier. Ja, auch ein Säugetier. Ja. Könnt ihr noch stundenlang so gucken, aber wir müssen leider weiter jetzt. Okay, darf ich beide Mütter bitten, jetzt nach hinten zu gehen? Kommen Sie mich ein bisschen näher an mich heran. So, und warten eben, bis die weg sind. Passen Sie auf, es gibt auch bei... Treiben Sie auch Sport? Ja. Welche? Alles. Tennis, Skilaufen, Schlittschuh, alles, was ich denken kann.
Skilaufen in Ostfriesland? Das, oder in Nein. Friesland, das geht schlecht. Ne? Nein. So, jetzt sind Sie weg. Gleich sehen Sie ein Siegerpodest. Ein was? Siegerpodest. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siegerpodest. Wie bei den Olympischen ja. Spielen. Ich spreche Englisch. 1, 2, 3. Und da kommen gleich zwei Sportlerinnen, ja? Mhm. Und ihre Mutter dazu. Aber erstmal die beiden Sportlerinnen. Bitte sehr. Wenn gleich Ihre Mutter da rauskommt, ja? Ihre Mutter da rauskommt und ich frage Sie einfach zu sagen, Sie gehen darauf und Sie gehen darauf, wo wird Ihre Mutter sich selbst hinstellen? Wo glauben Sie? 1, 2, 3. Das Podest sehen Sie dahin. Da können Sie es hier sehen, können Sie besser sehen. So, da. 1, 2, 3. Auf 1, 2 und 3 geht Ihre Mutter. Auf 1. Moment, er sagt, meine Mutter geht auf 1. Ja? Und wie ist es bei Ihrer Mutter? Meine Mutter auch auf 1. Die anderen auf 2 und 3 und Ihre Mutter auf 1. Ja. Beide sagen, meine Mutter geht auf 1. Bitte gehen Sie mal dahin und die erste Mutter kommt. So. Frau Elkering, hier haben Sie ein Siegerpodest, ja? Und für die Siegerehrung, Sie sollen bestimmen, wo die beiden Damen hinkommen und dann auch, wo Sie selbst hinkommen, ja? Bitte teilen Sie mal ein. Also, ich möchte bitte, machen Sie es mal, machen Sie es mal, machen Sie es mal. Bitte? Ja. Ja. Und Sie gehen auf 3. Trotzdem einen Applaus, das ist kein Punkt, aber noch einen Applaus. Sie haben das gesehen wie eine Art Misswahl oder so? Am Lucy war. Das war am Lucy, Heinz oben, das fand ich am schön. Ja. Leider, Ihr Sohn hatte geglaubt, Sie würden auf die 1 gehen. Ja? So, bitte setzen Sie sich mal da hinter diesem Tisch, gehen Sie mal darüber. So. Na, Henriette? Ich bin nicht Henriette, ich bin die Amanda Lier von Wachendorf. So, und die nächste. Frau Wilken-Johans, komm, bitte kommen Sie mal hier. Siegerehrung, das sind schon zwei Damen. Sie sollen bestimmen, wo die beiden auf 1, 2 oder 3 kommen und Sie auch. Wo Sie müssen erstmal die beiden einteilen und dann selbst Platz nehmen. Dann. Bitte. Also, Sie müssen auf 1, 2 oder 3 kommen? Ja, Sie sollen bestimmen, wo die kommen und dann bleibt ein Platz für Sie übrig. Oh. Hallo. Nummer. Ach du lieber Gott. Nee, die ist die nicht haben dabei. Nicht nee, nee, nee. Erscheine jetzt. Ja, okay, auf Nummer. Na, bitte, ein, zwei. Zwei, eins, ja, und Sie? Auf Nummer 3. 3, und Sie? Auf Nummer 1. Ja, hat Ihre Tochter. Ihre Tochter auch geglaubt. Ein Punkt. So, bitte, kommen Sie mal. Geht das so? Ja, ein Punkt für Sie. Und für das nächste Spiel ist hier Rainer Brandt. Rainer Brandt ist einer der bekannteste Synchronsprecher und auch Autor van meistens lustige amerikanische, englische, französische Filme. Und welke welke Schauspieler leist du deine Stimme? Robert Wagner, der zum 10. Mal jetzt wieder als El Mundi wiederholt wird. Dann in D2 Tony Curtis. Und im Film Jean-Paul Belmondo. Ja, und du schreibst das auch alles selbst. Ja, ja. Ja. Nun wollen wir ein Spiel machen. Am besten erklärst du die Kandidaten mal, warum es geht. Okay, wir haben also beim Fußball, es geht um Folgendes. Ich muss ein bisschen früher anfangen, der damals zur Funkausstellung, zwar vor ungefähr 4 Jahren, da hatte ARD hatte das Fußballballett. Und da kam der Helmut Bendt auf die Idee und sagte, wir müssen irgendwas dagegen setzen, wir müssen was anderes machen. Und die Trainer, die ja am Fußballplatz immer sind, die sind ja unheimlich in Action immer, nicht? Die machen ja eine ganze Menge Zeug. Und da hat er gesagt, da müssten wir vielleicht was raufmachen, da müssen wir eine Sprache rauftun. Das kann man ja machen, es bietet sich an. Wenn der Trainer zum Beispiel aufspringt und schreit, ihr müsst mir über die Flügel spielen, über die Flügel spielen. Auf die Bewegung kann man ja setzen. Komm mal da hinten rum, kommst du am Kiosk vorbei, bring mir ein paar Würstchen mit, kann er sagen, nicht? Beispielsweise. Und so haben wir jetzt mal ein Filmchen hier zusammengesetzt von zwei Trainern mit Pfiffi Kronsbein und mit Hennes Weisweiler. Und das will ich jetzt mal kurz zeigen. Habt ihr gesehen, wie der Weisweiler schon wieder herstiert? Meine Decke, da ist der Schaf drauf, ne? Ja, denkst du? Die ist mir. Soll sich seine eigene Decke kaufen, wohl?
Das ist gelogen! Ich lüge nie, du Strolch! Oh, Strolch war ein bisschen hart, hä? Ich brauch keine Decke, bin jung genug. Habt ihr gehört, für einen alten Zausel hält er mich, dabei friert er sich tot. Schiedsrichter! Ja, was ist denn mein Hennis? Der will meine Decke klauen. Der Mann ist ja nicht mehr normal. Besoffen. Ja, unterstellt mir, besoffen zu sein, verbitte ich mir, aber du könntest mir ein Bier holen. Nicht mal das kann der. Zahlst du denn? Wenn du 5 Bier bringst, zahle ich 2. So ein linkes Ding. Kann er nicht tragen, so viel Bier. Viel zu konditionsschwach, aber die Decke kriegt er nicht. Gleich Abendbrotzeit. Pass auf, dass da die Sonnenbrille nicht verrutscht, Mensch. Was blendet dich denn so? Doch die Kneipensonne, wohl? So, ganz einfach. Leider sind die Fußballtrainer nun sauer, dass du das machst mit denen? Das habe ich anfangs auch geglaubt, aber ganz im Gegenteil, ich bin mit vielen heute von ihnen befreundet. Das ist toll. Herzlichen Dank für dieses Beispiel. Okay. Und jetzt gehen wir zu den Kandidaten. Ja, bitte schau da mal zu, was die machen, was sie da hinsetzen. Ja. Und jetzt kommt für Sie, wir haben die Kandidaten, diesen Ausschnitte vor der Sendung eben gezeigt, damit sie ein bisschen wissen, was da so alles vor sich geht. Sie sehen gleich Tschaikowski, Gesundheit. Und Sie müssen jetzt irgendwas Blödsinniges machen, lieber nicht Fußball, aber irgendetwas machen auf diese Lippbewegung. Mann, schön, heute gab wieder Bohnen, super. Können wir uns nicht hinsetzen? Mann, los, hol die Pempos ab! Los, schneller die Pempos, sonst sieht alles wieder schief. Ach, da liegt er schon. Mann, hol die Pempos! Ach, jetzt liegen sie, jetzt haben sie den ganzen Rasen voll. Oh, jetzt ist die Naturgewalt in der Hose gelandet. Mann, die Pempos müsst ihr abholen. Alles im Eimer, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieder im Eimer, hol die Pempos, los, hol die Pempos ab. Jetzt liegt schon wieder einer, los, Joghurt. Der Hüftalter kratzt. Los, Für Sie haben wir Udo Lattek und Sie machen mal etwas. Was ist das denn? Jetzt habe ich ja schon wieder das Kneifen. Das machen die Matches von gestern. Eine Marenbieter, habe ich gesagt. Oh, hatte schon wieder vergessen. Lass mich in Ruhe, hol mir eine Marenbieter. Ja, ohne Bier dabei. Ohne Bier dabei. Ja. Mein Gott, noch mal an. Was dauert das so lang? Mach mal bis Gefurang. 5 Minuten über der Zeit schon. Ja. Ja, jetzt spielen sie auch noch. Finde ich schon wieder zu viel. Schon wieder Verspätung. Mein Gott, noch mal schon wieder keine Schnaps. Wo soll das denn hin? Der Matsch ist hier halt. Wo soll das hin? In Hose. Prima, prima, prima. Für Sie kommt jetzt Trainer Feldkamp. Mal schauen. Guck mal, die dufte Biene da an. Guck mal, Mensch. Aber mich guckt sie nicht an. Den da guckt sie an. Aber mich nicht. Den auch noch. Jetzt den auch noch. Mensch, die blöde Kerl guckt sie an. Ach, ich möchte sie aber auf den Popo klapsen. Ja, möchte ich das machen. Ja, jetzt hat sie mich angeguckt. Jetzt! Ja! Nicht an, die blöde dumme Gans. Jetzt? Ja, jetzt guckt sie mich an, wer verliebt hat, Jungs. So habe ich es doch gemacht, immer nicht. Jo. So, und für Sie kommt Max Merkel. Jetzt bin gespannt. Oh, guck mal, da sitzt mein Arzt. Da sitzt er. Denn, oh, wird der sich freuen, wenn ich abgenommen habe. Oh, hab ich abgenommen. Oh, da ist ein Tor. Ein Bier her. Nein. Oh, die Hose so schön. Kein Bauch mehr, nichts. Was ist denn? Nein, nichts. Dann setzt euch doch, Jungs, setzt euch. Bin ich aufgeregt. Ah, wieder schon. Ich muss ein Bier trinken. Nein, ich habe einen Bauch verloren. Ich kann nicht mehr. Ach, du lieber Gott. Ach, schon wieder ein Tor. Ein Bierchen muss, ja. Kellner, ein Bier her. Scheißbauch. So, und jetzt die Punkte, meine Damen und Herren. Wer fand, sind Sie fertig? Ja, wer fand, dass Michael am besten gemacht hat? Wer fand, dass Frau Elgering am besten gemacht hat? Wer fand das von Susi am besten? Und wer das von Frau Wilken-Johans? Das ergibt dann 4, 3, 2,
Ein Punkt. So, und jetzt kommt das letzte Spiel dieser Runde. Und bei diesem Spiel müssen Sie gleich Motorrad fahren. Ja? Aber erstmal ein Beispiel von Egon Müller. Egon Müller, dreifache Weltmeister im Sandkasten, im Sandbahnfahren. Und nicht nur das, du singst auch. Richtig. Du hast ein paar Platten gemacht und so. Ja. Was ist nun gefährlicher, singen oder Motorradfahren? Ich würde sagen, das Motorradfahren ist doch sehr gefährlich, sehr viel gefährlicher, weil wenn man jetzt einmal ausrutscht auf dem Motorrad, dann landet man zeitweilig im Krankenhaus. Dagegen, wenn ich jetzt irgendwo auf der Bühne ein Lied singe oder so, oder versuche, wenn mir mal eine Tomate am Kopf fällt oder so, das ist wahrscheinlich nicht so gefährlich, als wenn man diesmal beim Rennen ausrutscht. Nun, was ist das Nächste, was du machst? Ja, ich werde heute Nacht, gleich nach dieser Sendung, losfahren Richtung München. Ich habe in Olching, Vorstadt von München, das deutsche Meisterschaftsfinale der Speedway-Fahrer. Und wahrscheinlich wird das so sein, weil ich die ganze Nacht durchfahre, werde ich wie so eine Pflaume morgen fahren und die Leute werden wieder pfeifen. Aber ich habe vorsorglich Vogelfutter in meinem Gepäck, das wird ein Aussprung. Prima. So, ja, jetzt mal ein Beispiel für unsere Kandidaten. Wir haben einen Film gedreht, meine Damen und Herren. Und er tut so, als ob er fährt. Natürlich, es geht für Sie, die Kandidaten, um die Bewegungen nachher. Achten Sie mal auf das Beispiel von Ihnen. Sie dürfen nachher auch so lustig machen und Kommentar geben, wie Sie wollen. Bitte, Film ab, es geht los. Ja, ist das die Möglichkeit? Das ist doch Rudi, dann sein Fahrrad wieder. Oh, Scheiße. So, jetzt mal ein bisschen beschleunigen jetzt. Gleich, es ist hier Manöver oder was? Den hänge ich erstmal ab jetzt. Runter. Linkskurve. Oh, das ist wahnsinnig, diese Kurven hier. So, jetzt. Also volltanken, aber schnell, Jungs hier. So, jetzt wollen wir mal eine leichte Linkskurve machen hier. Also, dann guckt ihr doch den Idioten. Also, hast du das gesehen, dieser Idiot? Der hat nicht nur Stroh hinten drauf geladen, glaube ich. Da guckt er, das in Viehwagen. Das ist ja. Noch ein Bulle. So, jetzt aber. Jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Herzlichen Dank an Egon Müller. Bist du wieder darüber? So, darf ich Sie beiden bitten? Moment, Sie möchten auf dem Motorrad? Ja, da ist mir da zu eng. Da zu eng? Na, okay, kann ich Ihnen behilflich sein? Geht das? Ja. Saßen Sie je auf so einem Ding? Nein, noch nicht. Noch nie? Nein. So, wir machen das mit Beiwagen. Das heißt, Sie müssen auch die Bewegungen im Beiwagen machen, ja? Und Sie können es verrückt machen, Sie können Quatsch machen, Sie können auch reden dabei, wie Sie wollen. Bitte film ab. Ah, der darf mich nicht bewegen. Ja. Doch, was Sie wollen. So, jetzt machen wir eine Feature. Komm, Mama, Mann, du hast doch schon Angst, Mama. Ach, liebe Box, Jung, wir fahren wieder Fidschibari. Mama, ich will nicht mehr. Hey! Oh. Ich hab den mal wieder geklappt! Mama, ich will nicht mehr raus, Mama! Das ist dein Bruder! Mama, pass auf, das ist die Ecke, Mama! Ich hab so Angst! Die Mutter! Mama! Fantastisch! Genau! Kann ich hier halten? Ja! Bitte schön! Klasse! Können Sie bitte mal da rüber? Wer geht auf dem Motor? Die Junge.
Susi geht auf Motor hier und Frau Wilhelm Johans da im Beiwagen. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, Sie können machen, was Sie wollen. Ja, Quatsch, alles. So, bitte Film ab, es geht los. Hör doch auf! Hab keine Angst, Mann! Komm an! So, Mann, so macht man das. So, schön langsam. Komm mal, hab keine Angst, ich zeig dir, wie man das macht. Komm. Ja, wie lange fährst du schon? Mal. Komm mal. Man kann nicht immer älter werden, komm. Okay, pass auf, jetzt mal das Gipfel. Ja, so mal. Ja, ich kann fahren wie die Deutschen. Na, da kommst du aber. Komm mal, ein bisschen Spaß im Leben muss man haben. Ja, aber seit wann fährst du das Ding? Ja, seit heute. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Pass auf. Herr Polizist. Susi, ich muss aussteigen. Ich muss mal. Nein. Nur halt fest. Aufpassen. Susi, ich bin ja ein Angsthase. Das weißt du doch langsam. Hab keine Angst, kein Mut. Wir gehen jetzt langsam. Okay. Ja, ich hab... Bitte, oh, die geht hinten rum, dann gehen wir so. So, wir bitten Sie jetzt für die Paare abzustimmen, meine Damen und Herren, nicht einzeln. Sie stimmen für die Paare und für alle 25 Punkte gibt es einen Punkt auf dem Scoreboard bei der Gesamtbewertung. Wer fand, dass dieses Paar es am besten gemacht hat? 131. Und wer fand, dass dieses Paar es am besten gemacht hat? Das sind 20, das ergibt. Dann, ich habe gesagt, normal 25, 5 Punkte hier. Und leider kein Punkt hier, keine 25. Das ergibt einen Endstand von 10 Punkte hier und 6 Punkte da. Wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Bitte, gehen Sie. Sie mögen das nicht, ja? So, und... ja, Sie waren in der Kabine. Sie haben nicht gesehen, was die beiden im Motorrad gemacht haben. Nach der Sendung sehen wir die Show zurück. Okay. Und dann werden Sie sehen und verstehen, die waren so hervorragend. War für Sie sehr schwer. Sie waren ein herrliches Paar, ein sehr schönes Paar. Sie kriegen auch 100 Lose der Glücksspirale. Und ich wünsche Ihnen viel Glück damit und auch in Ihrem weiteren Leben in Friesland und in Amerika. Danke. Herzlichen Dank. Danke schön. Meine Damen und Herren. In diese sogenannten Showblöcke zwischendurch haben wir schon einiges gehabt. Nur ich kriege jede Woche hunderte Briefe, schon jahrelang, von jungen Talenten, die auch gerne mal so am Samstagabend in so einer wichtigen Sendung auftreten. Na wichtig, in so einer großen Sendung auftreten möchten. Und ich bin der Meinung, dass wir ab und zu auch mal solche jungen Talente eine Chance geben müssen. Die zum Beispiel Ballett sind immer die gleichen Mädchen. Und ich kriege einen Brief von einem Ballett von 9 Mädchen, die zusammen 140 Jahre alt sind. Und ich habe es mir angeschaut, fand es so gut, dass ich gedacht habe, das ist auch was für Sie. Rufus Kender.
So. Wie Sie schon sehen an der Reihenfolge, jeder kämpft für sich jetzt, mal getrennt, Mutter, Sohn und Vater, Sohn, jeder kämpft für sich um die Punkte. Wir haben zwei Spiele, erstmal ein Ratespiel. Und das Ratespiel hat damit zu tun, dass die Leute vor etwa 79 Jahren ganz andere Sportkleidung anhatten als heutzutage. Und wir haben hier 8 Leute in diese Sportkleidung anno 1900. Und Sie müssen gleich dann erraten, zu welcher Sportart diese Kleidung passt oder wozu es gehörte. So, dann fangen wir jetzt an. Bitte Nummer 1. Sport? Ja, welcher Sport? Das ist das Sportdress 1900. Bitte sagen Sie, zu welcher Sportart passt das? Ich als erstes. Ja. Tennis. Tennis? Ja, Tennis. Tennis. Jagd. Jagd. Ich würde auch Jagd sagen. Jagd. Und es ist? Golf. Es ist so. Und jetzt kommt Nummer 2. So, was glauben Sie? Fußball. 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 Handball. Moment, wir reihen nach Handball, Fußball da. So, und es ist? Fußball. Fußball. Ja? So, und jetzt kommt Nummer 3. So, was glauben Sie? Schwimmen. Bademeister. Bademeisterin. Eislaufen. Eislaufen. Ich würde auch sagen Eislaufen. Eislaufen und es ist Tennis. So, jetzt kommt Nummer 4. Turnen. Bitte, Turnen. Ja, so Turnen, weg. Und so. Turnen. Turnen. Turnen, ja. Turnen. Aber es ist leider nicht richtig. Er passt zu einer Schwimmmannschaft. Das haben wir aus dem Buch, originelles Buch, das ist eine Schwimmmannschaft. Und jetzt diese Dame. Bitte? Das Maximalhostess. Na bitte jetzt ernsthaft, es geht um Punkte. Polo. Wie? Polo. Polo. Leiten. Leiten, Sie? Eislaufen. Eislaufen und? Ja, ich würde sagen, auch Eislaufen. Eislaufen. Schön. Und es ist? Hockey. Hockey. So, und hier kommt Sportius. Na, das ist nicht schwierig. Wirklich nicht. Sie bitte? Eislaufen. Eislauf. Skilauf. 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 Eislauf, sag ich. Und es ist? Skilauf. So, und jetzt kommt Nummer 7. Superman. Bitte, Michael? Der Läufer. Radfahrer. Radfahrer. Radfahrer, ja. Radfahrer. Und es ist ein Radfahrer, ja? So. Und hier als Letzte. Ein Frauensport. Bitte, sagen Sie es, Michael. Ringerin. Ringerin. Ja. Gewichtheberin. Gewichtheberin. Damenringen. Damenringen. Ja, so Kätzchen so. Ringen. Ringen, ja. Ringen, ja. Und es ist? Ringen. Ringen. Ja. So, und herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie uns dabei geholfen haben. Danke schön. So, jetzt haben wir einen Punktestand. Vielleicht kann ich die mal sehen eben. Punktestand ist also 2-3-3-3. Unheimlich spannend. Und ja, jetzt haben wir ein Schlussspiel, da müssen wir wieder kreativ sein. Sie bleiben sitzen, die drei gehen gleich in die Kabine, ja gleich, jetzt noch nicht, gleich in die Kabine. Hier kommt einer der nettesten Menschen, den ich persönlich kenne in Deutschland, Sepp Maier. Na Sepp, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, gestern ging's auf alle Fälle noch. Stehst du wieder im Tor? Ja, was für Tor? Isar-Tor oder Karlstor? Oder? Nein, ich meine Fußballtor. Nein, ich bin noch nicht so weit. Es dauert nur 3-4 Wochen. Dann bin ich hoffentlich wieder so weit hergestellt, dass ich wieder den Leuten eine Freude machen kann. Und auch den Gegner, wenn wir verlieren. Sepp, nun, hattest du so einen Unfall und so weiter. Vermisst du es nun sehr, wenn du da so wochenlang im Bett liegst und so? Ja, es war schon eine schlimme Zeit, aber
wie soll es mal, es gibt so viele Unfälle in Deutschland und das für warum Glück soll man dann so viel über mich immer sprechen? Ja, das finde ich auch. Und es ist so viel Unsinn geschrieben worden über die ganze Sache. Wir wollen es vergessen. Ja, ist besser. Okay. Sepp, jetzt machen wir mal ein Spiel mit dir. Wenn du jetzt mal eben hier ins Tor gehst, dann möchte ich Sie jetzt bitten, hier zu kommen. Sie sind sicher kein Anhänger von Bayern München? Sicher nicht. Nein. Sie sind von der Schlachterbummel der gegnerischen Mannschaft, ja? Werder Bremen. Jetzt, ja, okay. Nun steht Seppi im Tor, Sie sind Schlachterbummel von Werder Bremen. Sie stehen hinter das Tor und Sie müssen versuchen, ihn abzulenken, damit so viel wie möglich Bälle reinkommen. Hm. Gehen Sie mal hinter das Tor und versuchen Sie mal alles. Hey, Sepp! Was ist denn? Los? Hör mal, spielst du gerne Fußball? Na, selbstverständlich. Warum lernst du es denn nicht? Ich kann es doch. Hast du die, guck mal, die Frau da, ist sie nicht toll? Die hat einen Busen. Da ja. Sprechen andere nur Bälle von. Du hast keinen. Guck mal, der Karel. Ah, nee, sowas guckst du nicht an, ne? Ist mir klar. Nee. Ehrlich, guck mal, die Tor. Oh, Mann, du guck mal. Oh, die mag einen. Hinter das Netz Star, ein Starripp macht doch hinten. Ein Star. Weißt du, was Strip ein Starripp ist? Strip. Oh, du kannst Englisch. Strip. Kommst du demnächst nach Kosmos? Aber bist noch jung zu, ne? Du kannst bei Kosmos nur eine E-Jung spielen. Weißt du, warum das in Amerika das Soccer-Team heißt? Weil da alle alte Socken rübergehen. Nein, weil die spielen. Okay, das war so, ne? Prima, gut gemacht. Hervorragend. Bitte mal darüber. Na, ein paar schöne Sachen gesagt. So, jetzt kommt Rainer. Rainer, bitte hier. Sepp Maier steht im Tor, ja? Ja. Bei der deutschen Nationalmannschaft. Und Sie wollen natürlich, dass die Österreicher gewinnen. Nicht als richtige Wiener, was die Wahlwiener, dass sie sind. Und Sie stehen dahinter und versuchen, ihn abzulenken. Sie müssen ihn ablenken, damit die Österreicher Tore schießen können. Irgendetwas machen. Gehen Sie mal hinter das Tor und machen Sie mal was. Die Österreicher hinter meinem Tor. Seppi, schnupf der Back. Seppi, komm. Ja, warte, ich habe eine Tasche. Das ist gut. Aber ich verstehe das nicht. Wir haben uns da im Flugzeug getroffen. Du warst doch warum bist du am Fußballplatz? Du warst jetzt zur Rudi Carell-Schau gehen. Bist verkehrt hier. Nein, das stimmt. Komm, gib mir. Die Schuhe sind offen. Was für? Luft. Das da hinten? Aus, leer. Das sind meine Füße. Und die Molkerei? Molkerei. Vorsicht! Nee. Die Handschuhe sind falsch. Die sind schon richtig. Pass auf, wenn der Ball kommt, dann schmeiß ich mich. Auf geht's! Zack! Und? Was ist? Sie versuchen ihn niesen zu lassen mit Schnupftabak. Auch eine Idee. Finde ich nicht schlecht. Hat immer mit dem Schnupftabak. Hat er dabei? Hat er dabei? Wirklich? Ich meine, das ist ein Spiegel für Österreich, weil die doch so eitel sind. Sie möchten, dass die österreichische Mannschaft gewinnt, ja? Und im Tor der deutschen Nationalmannschaft steht Sepp Maier. Ja. Jetzt stehen Sie hinter dem Tor und Sie versuchen, ihn abzulenken, damit die Österreicher Tore schießen können. Machen Sie mal irgendetwas, bitte. Sepp, servus, wie da geht's dir? Wieder Österreich. Alles okay? Kannst du dich erinnern in der Schule? Nein, nichts. Ja, wir waren da gemeinsam. In Latein hast du immer nein, schwer nein. Getan. Du bist schon viel älter wie ich. Nein, no, nein. Du bist weiter oben. Vater habe ich selber. Pass auf, der Ball kommt. Wo? Sepp, da, von links. Ist der vom Hans Kranke geschossen worden? Schau, so leicht ja, war das. So, ja. Kein Problem. Der Hansi. Ja, der Hansi Kranke. Wie geht's dem Beckenbauer, sag? Weiß ich nicht. Der ist in Amerika, oder? Seid ihr nicht mehr in Kontakt? Ja, ich glaube ja. Kontakt nicht mehr, aber ich... Schau, Sepp, hier ist der Schnauzer. Wer? Der Schnauzer auf der linken Seite, der wird die beißen. Na, Schnauzer. Bum, bum, bum. Na, okay, auch eine Lösung. Okay. Prima. Okay. Darüber. So, Frau Elgering. Sepp Maier steht im Tor von Bayern München. Grüß dich, Sepp. Und Sie sind natürlich Schlachtenbummelin von Fortuna Düsseldorf. Nicht? Ja, klar. Ja. Also stellen Sie sich hinter das Tor von Sepp Maier und lenken ihm ab, damit die Fortunesen den Ball reinschießen können. Ja? Ja, bitte, gehen Sie bitte. Ablenken oder irgendwas machen. Bitte. Seppel, guck mal her. Ach, grüß dich. Ja, pass auf. Was denn? Nein, pass auf. Komm her. Pass auf, Düsseldorfer, komm einmal ans Tor, muss ich aufpassen. Kriegst kein lecker Alt von mir. Komm, was krieg ich? Ein lecker Alt. Ein lecker Alt? Alt, ja. Richtig alt. Und noch ander Alt.
Zippel! Hier. Zippel muss nicht! Was denn? Guck mich doch an, was war's denn von der dolle Bar? Ich muss doch aufpassen, dass da nichts passiert. Nichts aufpassen. Haben Sie Ihre Tochter? Haben Sie die Tochter auch dabei? Nee, Tochter nicht. Ach, so aber ich bin auch schön. Nee, ich bin da auch schön. Was machst du denn mit der olle Fußball? Ist doch toll. Ja, ich bin ein bisschen, so ein bisschen mehr wie alle anderen. Ich hab dicke Oberschenkel, da passt nichts rein. Kriegst kein Bier mehr. Ich trinke sowieso nur Sprudelwasser. Oh, seit wann denn? Zippel, guck mich doch mal an. Bleib du schön hier. Lass die Fußball spielen. Na, das ist ganz lieb versucht. Prima. Danke. Danke gleich. Und bitte mal. Darüber. Und Sepp, wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal. Alles klar. Aber ich habe wieder herzhaft gelacht. Fabelhaft. Okay. Dankeschön. Applaus, Sepp Maier. So. Ja, jetzt die Punktevergabe, meine Damen und Herren. Hoffentlich haben Sie sich entscheiden können. Wer fand Michael am besten? Wer fand Rainer am besten? Wer hier Herrn Dietz? Und wer fand Frau Elkering am besten? Das ergibt dann 4, 3, 2, 1 Punkt. Und dann haben wir einen Endstand da, Marijke, von 6, 4, 5, 6. Das heißt, dass für die drei Fragen Mutter und Sohn diesmal gegeneinander antreten. Und sie haben es weit gebracht, so bis in die letzte Runde, aber hat gerade nicht gereicht. Schade bei dem Ratespielchen vorher. Da bei den Proben haben die Leute viel mehr Punkte geholt als Sie, aber macht alles nichts. Hat Spaß gemacht? Viel. Ja? Ja. Würden Sie sich noch bedanken, rückwärts? Wo? Rückwärts sprechend bedanken oder so? Etuk selan remert net. Den Bremen alles Gute. Sehr schön, danke. Und Sie kriegen auch einen Trostpreis. Und zwar kriegen Sie 200 Lose à 5 Mark von der Glücksspirale. Und ich wünsche Ihnen dabei auch sehr viel Glück. Und für unsere drei Fragen habe ich ja gesucht, wen soll man nehmen. Sport ist immer etwas, wo man sucht nach dem Schnellsten, dem Besten, dem Größten und so. Und das gibt es auch im Showgeschäft. Und früher, dann, wenn man über Bösewichte sprach, wer ist der größte Bösewicht im Film zum Beispiel? Dann war es immer Boris Karloff oder King Kong oder Peter Lorre. Heutzutage gibt es nur ein Bösewicht. Ganz große, der Albtraum von James Bond, der Beißer. Richard Kiel! Ja, hij is bekend daardoor dat hij immer zijn gegner zo bijst zo hier in nacken en zo. Hij had ijzeren Gustav im Kino, is het niet? Zo. Wo is die staalgebiss? In de werkstatt. Ah, in de werkstatt nog. Ja. En ja. Zijn ze verheiratet? Ja. En wie groot is ihre vrouw? Zo. Zo, zo, zo klein. Zo, zo. Ja. En het gaat. Sehr behutsam. Ah, behutsam, ja. Behutsam? Ja, behutsam. Ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich, also behutsam. Wir haben drei Kinder. Ah, drei Kinder. Ja. Ja. Und Sie waren auch schon in Bonn beim Bundesregierung. Sie haben, all die Minister haben Sie da begrüßt, glaube ich. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wie ist sie? Wie sie ist? Warum sind Sie eigentlich in Deutschland? Meine Großeltern kommen aus Kiel. Und ich will einmal Kiel sehen. Nicht nur im Spiegel, beim Rasieren. Sie wollen die Stadt Kiel endlich mal sehen, ja? Gut, und er ist zusammen mit seiner Frau, seiner Mutter, zwei Kinder, die wollen alle Kiel sehen. Schöne Kieler Woche wünsche ich Ihnen. Und bevor wir nun die drei Fragen stellen, möchten wir ihn mal bei der Arbeit sehen, in dem neuen Film, James Bond Film Moonraker, in einer fantastischen Luftschlacht. Ja? Wollen wir jetzt mal eben anschauen.
10 Sekunden, um die richtige Antwort zu finden. Bitte Ruhe. Die erste Frage. In welchem Land ist der Papst heute? Nichts vorsagen, 10 Sekunden. Moment. 10 Seconds, yes, 10 Seconds. Time. Vorbei, Sie wissen es nicht. Irland. Nächste Frage. Wie heißt der Staatschef von Kuba? Nein? Galgenkasten. Nee. Okay, dritte Frage. Welches Land will ein Team im Ballon überfliegen? Welches Land wollen die überfliegen? Wissen Sie auch nicht? USA. Leider, keine Frage richtig beantwortet. Es ist mehr ein Gedächtnisspiel, denn die Kandidaten haben die Tagesschau gesehen und keine Wissensgeschichte. Sie haben es gesehen und ja, bitte kommen Sie. Geht nur darum, wie viel Sie sich noch erinnern können. Aber er hat, glaube ich, Witze erzählt bei der Tagesschau, ja? So, 10 Sekunden Bedenkzeit, um die richtige Antwort zu finden. Erste Frage. Keine Angst, ich weiß es nicht. Sieht nur so viel aus, ja. In welchem Land ist der Papst heute? In Irland. Und damit sind Sie Sieger des heutigen Abends geworden. Richard, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich habe einen deutschen Zahncreme für Sie und einen Apfel, bitte. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ja, auf Wiedersehen. Warum? I said it already. Thank you. Ja, beiß mal lecker. Mal was anderes. Okay. So, immer noch trainen. Ja? Sie weinte vor Freude, das finde ich fantastisch. Das haben wir noch nie erlebt, dass ein Sieger oder Siegerin richtig geweint hat vor Freude. Das finde ich toll. Und Michael, Sie kriegen einen Trostpreis. Sie kriegen 300 Lose für die Glücksspirale. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie waren ein herrlicher Kandidat. Meine Preis der vietnamesischen Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Sie wollen Ihren Preis, die vietnamesische Flüchtlinge geben, dann machen wir es anders. Dann kriegen Sie nicht die Lose, dann die 1500 Mark geben wir dann an diesem Komitee. Ja? Okay, fantastisch. Danke dir. Das ist prima. So. Und jetzt gehen Sie hinter das Fließband und gucken sich die Preise an. Und meine Damen und Herren, wir machen noch dreimal am laufenden Band. Wenn Sie Lust haben mitzumachen als Kandidaten, können Sie sich bewerben bei den Westdeutschen Rundfunk 5 Köln 100, Kennwort am laufenden Band oder beim Schweizer oder österreichischen Fernsehen und bitte innerhalb von einer Woche. Denn es geht mit Foto, das ist sehr wichtig. So, 25 Preise sehen Sie sich, merken Sie sich so gut wie möglich. Bitte. Bitte Ruhe, hierhin schauen. So, ja, Sie haben 30 Sekunden ab jetzt. Ab jetzt, ja. Fragezeichen, Staubsauger, Fernsehen, Rollschuh, Nähkasten, war so ein Waschbär und Anglerzeug. Und da war Bier natürlich, ne? Und vorne war so ein, war Kosmetik oder was, so ein Sechsel mit Kosmetik. Und Handtasche. Handtasche und Das war eine Menge. War gut. Wollen wir uns jetzt mal eben anschauen, ja? Bitte Band wieder hier hin. Kommen Sie mal mit. Für das Glas Bier kriegen Sie ein Kasten Bier pro Monat. Für alt.
dafür dieses, diese Nähgarnitur, eine Nähmaschine kriegen Sie dafür, einen kleinen Farbfernseher, die Rollschuhe, möchten Sie die haben? Ja, vom Engelchen, aber bestimmt. Engelchen? Ja, Sie haben gut zugeschlagen, denn für diesen Waschbär kriegen Sie eine Waschmaschine. Ja? Und dann haben wir das hier. Und Staubsauger und Angel und Fragezeichen. Ja, und ja, Sie haben schon reichlich viele Preise, Farbfernseher, Waschmaschine und so, Nähmaschine und so weiter. Sie kriegen für das Fragezeichen erstmal folgende, Sie kriegen auch 300 Lose für die Glücksspirale, erstmal. Aber für das Fragezeichen und dieses Angelzeug, was ganz besonders was mit Sport zu tun hat, Sie wissen doch, Peter Alexander ist ein leidenschaftlicher Angelsportler. Ja. Und er ist im Moment auf einer Riesentournee durch Deutschland. Und wenn er damit fertig ist, will er als Erste angeln gehen, natürlich. Und Sie dürfen einen ganzen Tag mit Peter Alexander angeln gehen. Oh. Gut? Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Jetzt möchte ich was ganz Tolles machen, meine Damen und Herren. Der berühmteste Torwart Deutschlands im Tor und der größte Showmaster Deutschlands schießt einen Elfmeter. Rudi, ist eine tolle Idee, aber wo ist dein Kuhlenkampf?